Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute endlich mit dem Video, wieso Pinsir mein Lieblings-Pokémon ist. Das wissen eigentlich sehr viele, beinahe jeder. Auch heute wurde ich wieder markiert von einem auf Instagram. Art of Go heißt er, glaube ich. Check den ab. Und auch letztens von Chaos Lady hat sie Pinsir Solo Raid gemacht und mir das geschickt. Habe ich auch abgecheckt. Die könnt ihr auch abchecken. Also, es weiß eigentlich jeder, dass Pinsir mein Liebling ist. Die Frage ist nur, wieso? Passend dazu habe ich ein Pinsir Solo Raid gemacht, Level 3. War ja regional. Bei uns war ja Latias und Granbull. Und dann haben die gewechselt und dann kam Latios und Pinsir kam dann auch. Endlich gemacht. Das war jetzt noch bevor das Event angefangen hat, weil momentan ist er nicht da. Wegen dem Event sind halt nur die Gesteins Raids da. Und ja, habe ich letztens gemacht. War jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich wollte das Video schon länger raushauen, aber dann kam immer irgendwas dazwischen. Aber jetzt kommt endlich der Grund, wieso Pinsir mein Liebling ist. Ich stelle jetzt erstmal den Raid hier ein. Was habe ich verwendet? Meine Feuer-Pokémon auf Max. 100er Glurak, Level 40 ohne Lore-Kanonade. Den habe ich ja davor entwickelt und gemaxt. Flamaga 100, Level 40. Akani, Level 40 auf Max. 100 natürlich. Und noch irgendwas? Ah ja, genau. Und mein Galquaza habe ich auf 2 Flugattacken umgeändert. Dachte, reicht eigentlich. Ich habe dann noch als letztes Pokémon, also als die letzten 2, ein ungepushtes Flamaga einfach so und eins meiner alten Akanis. Problem ist, das seht ihr dann auch später im Raid, das Akani hatte die falschen Attacken und den hatte ich aus Versehen auf Platz 5. Dann musste ich den wechseln und dann hat es ein bisschen Zeit gekostet, also natürlich habe ich Pinsir besiegt, aber mit ein paar kleinen technischen Schwierigkeiten, also da war ja auf jeden Fall mehr Zeit übrig geblieben. Aber ansonsten Pinsir an sich jetzt nicht allzu schwer. Und jetzt, während der Pinsir Raid nebenbei läuft, ganz kurz die Geschichte, wieso Pinsir mein Liebling ist. An sich, das Pokémon finde ich gar nicht so geil, aber es bedeutet mir halt viel. Und zwar ist er halt ein Zeichen für meine Unabhängigkeit, könnte man so sagen. Der Schritt nach vorne. Ihr wisst, früher haben wir immer zusammen gespielt mit den Jungs, auch früher TBT-Zeiten. Ich habe letztens übrigens ein Video rausgehauen wieder, wo ich auf einem Yu-Gi-Oh! Turnier war. Und ja, da hat man es gesehen. Ich war ganz alleine, ohne die alten Jungs, weil die Jungs sind gestorben. Die Jungs ziehen einen eigentlich immer nur runter. Und Pinsir ist das Zeichen dafür, dass ich mich von denen gelöst habe und mich nicht mehr von denen runterziehen lassen und in eine neue Ära eingestiegen bin, sozusagen. Und dafür steht einfach dieses Pinsir. Deswegen ist er mein Liebling. Weil damals ging der Channel gerade so los, gerade ab und ganz früher, ich habe echt nur mit den Jungs gezockt. So, kurze Ergänzung, weil ich das gerade sehe. Also, ich habe nur was mit den Jungs gemacht, aber zu der Zeit wollte ich mehr machen, weil A, mir das Spiel immer mehr Spaß gemacht hat und B, die Videos immer mehr abgehen. Aber die Jungs wollten halt nie was machen. Ich habe die immer gerufen. Das kam dann halt am Anfang noch Absagen. Dann kam irgendwann mal nicht mal eine Antwort, richtig dreist. Und dann, zu guter Schluss, wurde ich sogar fertig gemacht und als Freak und Suchti bezeichnet. Und jetzt denkt ihr euch, ja Hong, du warst auch ein Freak und Suchti. Also das waren noch die Zeiten, wir haben pro beim Doppel-EP-Event, ich war froh, als ich 500.000 gemacht habe. Also das waren noch die Zeiten, also da war nichts mit Suchti und Freak. Ich wollte halt einfach nur ein bisschen mehr zocken. Das kam halt von den Jungs. Auf der anderen Seite hatten wir Milosch, der immer gerufen hat, der immer was machen wollte. Das wollte ich noch ergänzen und zurück zum Video. Ich bin halt echt nie ohne die Jungs irgendwo hingegangen. Ich habe halt nebenbei im Bus oder so schon alleine gezockt, aber ich bin jetzt nicht irgendwo farmen gegangen ohne die. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich halt mehr machen wollte, wo der Channel mehr abging, wo ich halt echt mehr farmen wollte, aber die Jungs waren halt echt welche, die, das sind zwar meine Freunde, aber eigentlich sind das echt Loser, die einen halt immer nur runterziehen. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, wie, weil das habe ich in den letzten 2 Versuchen gemacht und dann ist das Video einfach zu lang geworden. Aber ich bin dann meinen eigenen Weg gegangen und das repräsentiert halt dieses Pinsir, diese Unabhängigkeit. Habe dann zum Beispiel meinen Kollegen Milosch getroffen, habe mit dem immer mehr gemacht, weil er war so einer, er hat mich immer unterstützt, immer motiviert. Er wollte immer mehr farmen und grinden, hat immer gerufen, hey Hong, mach mal das, geh mal scannen, geh mal farm, geh mal Arena machen und dies, das. Hat immer motiviert und einen hochgezogen, hat mich auch immer unterstützt, hat immer gesagt, mach weiter so mit den Videos und so weiter. Hat auch immer die Videos angeschaut, geliked. Sogar wenn er keine Zeit hatte, die Videos anzuschauen, hat er die im Hintergrund einfach abspielen lassen. Also
richtig krass, wie er mich gepusht hat und motiviert hat. Und dann im Vergleich dazu hatten wir halt die Jungs, die einen immer nur runtergezogen haben. Das kann man so ähnlich, eine kleine Metapher, mit Bergsteigen vergleichen. Also wenn man den Berg hinauf will, sagen wir Mount Everest oder so, ist schon schwer genug, ist schon krass genug, den Berg hinaufzusteigen. Also erfolgreich zu werden, sein Ding durchzuziehen und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst 7 andere Leute mit den Berg hinaufziehen. Eigentlich unmöglich, oder? Genau so ist es. Und auf der anderen Seite hatten wir halt zum Beispiel Milos und wir haben uns halt gegenseitig gepusht und dann ist es natürlich viel leichter, den Berg hinaufzuklettern. Und jetzt kommt Pinsir ins Spiel. Pinsir zeigt, wie die Jungs mich runtergezogen haben. Es gibt 2 Fälle. Und zwar einmal habe ich wegen den Jungs ein 100er Pinsir verpasst. Die Story, ich habe versucht, die Story ein paar Mal zu erzählen, aber dadurch wird das Video echt viel zu lang. Und ist eigentlich auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, einmal habe ich ein Pinsir 100 verpasst, wegen den Jungs. Um genauer zu sein, wegen Dimi. Und einmal wurde ich verarscht von den Jungs, weil ich versucht habe. Ich habe nicht mal versucht, das Pinsir zu holen, 100. Sondern es war halt, es ist aufgetaucht. Und ich war zufällig in der U-Bahn. Nicht Pokémon spielen, gar nichts. Dann habe ich gesagt, wenn jetzt die U-Bahn kommt, dann fahre ich hin und versuch's. Und dann haben mich die Jungs verarscht, immer am Zocken, bla bla, du Süchtiger und so. Also das war auch ein Teil der Geschichte. Immer runtergezogen. Und auf der anderen Seite haben wir Milos gehabt. Ich glaube, ich habe das wieder online. Ja, ja, ich habe das sicher online, wie ich das 100er Pinsel gefangen habe. Und was macht er? Er stalkt mich, er ruft mich an, er schreibt mir. Er ist echt richtig ausgeflippt. Nur damit ich das bekomme. Hat mir Bescheid gegeben und ohne ihn hätte ich es echt nicht gesehen, zu spät gesehen und nicht bekommen. Und genau dafür steht Pinsir. Auf der einen Seite hatten wir halt zum Beispiel Leute, die mich gepusht, motiviert haben und dafür gesorgt haben, dass ich 100er Pinsir fange und noch andere Sachen. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Jungs von früher. Sind halt meine Freunde, aber ich musste mich halt von denen lösen, weil im Grunde genommen haben die einen nur runtergezogen. Und hätte ich mich niemals von denen gelöst, dann hätten wir bis heute nicht diesen Channel. Weil ich habe es halt echt nur geschafft, weil ich mich von denen nicht mehr hab runterziehen lassen. Es gibt noch so andere Fälle, zum Beispiel damals, ich erinnere mich noch genau, da war Doppelbonbon-Event, Valentinstag, und ich habe mich mit Bagisch getroffen, Bordeauxplatz, wir wollten ein bisschen farmen, alles cool. Und ungelogen, er ist nach 10 Minuten wieder gegangen und ich wollte halt nicht nach 10 Minuten gehen. Und damals war ich noch nicht mal so süchtig, damals waren wir echt noch überhaupt nicht süchtig. Und ich wollte halt echt länger bleiben als 10 Minuten zumindest. Und dann gibt mir diesen, Alter, du Freak, du süchtiger Pokémon-Spieler, du Spasti, was willst du so lange zocken? Weißt, nach 10 Minuten, ungelogen nach 10 Minuten. Und wie gesagt, auf der anderen Seite hatten wir halt Milos, der immer gesagt hat, komm Jungs, noch eine Runde, zünd mal noch eine Runde Module und so. Und genau das repräsentiert das Pinsir, dass ich halt keinen Bock auf die Jungs mehr hatte. Und dann einfach eigenständig geworden bin und mich von denen gelöst habe und meinen eigenen, zum Glück erfolgreichen Weg gegangen bin. Eine kleine Geschichte will ich auch noch erzählen. Ich bin Level 40 geworden, im April 2017 war das. Ja, ja, April 2017, genau. Normal, stolzer Moment. Ich glaube, jeder freut sich, wenn er Level 40 wird. Und ich habe nicht mal dran gedacht, den Jungs Bescheid zu geben. Erste Person, der ich Bescheid gegeben habe, natürlich Milos, der mich immer unterstützt hat. Und dann haben die Jungs das natürlich trotzdem erfahren, weil wir in mehreren Gruppen zusammen sind. Und nicht einmal kam ein Glückwunsch oder so von denen. Es kam nur, du Freak, du Suchti, wie kann man Level 40 werden und so. Und wie gesagt, damals... Jetzt denkt ihr, na klar, Hong, du bist voll der Suchti oder Suchti gewesen. Aber das war damals noch, wo wir überhaupt nicht krass waren. Das war echt damals gar nichts. Das war erst der Anfang, wo ich dann langsam ein bisschen krasser geworden bin. Und bereits da gab es null Support, sondern nur runtergeziehe, nur fertig gemacht. Und deswegen habe ich auch echt eine Weile überhaupt nichts mit denen gemacht. Dann so langsam sind sie wieder zurückgekommen. Zumindest ein paar, aber deswegen werden die auch nie wieder größer rollen in den Videos. Spielen, teilhaben, weil wozu auch, weißt, das sind echt nur Lasten eigentlich. Und ja, deswegen ist Pinsir mein Liebling, der repräsentiert einfach, wie ich mich loslöse von dieser Last und mein eigener Weg gehe. Deswegen ist 100er Pinsir, also es muss kein 100er sein, aber genau dieses 100er Pinsir, mein Liebling. Gute Erinnerung, danke an Milos, Shoutout an dich, guter Kollege, ohne ihn hätte ich es nie bekommen. Ich habe jetzt relativ schlecht über die Jungs geredet. Ist halt die Wahrheit. Sind zwar trotzdem meine Freunde, auch wenn sie an sich eigentlich Loser sind. Mein Tipp an euch, lasst euch nicht runterziehen, auch wenn es eure Freunde sind. Zieht euer Ding durch. Sucht euch Leute, die euch motivieren, die euch pushen.
anstatt Leute, die euch einfach nur runterziehen. Aber das war's von mir. Pinsel Solo Raid. Nichts allzu Besonderes. Relativ leicht. Schwierigkeitsgrad würde ich sagen 6 von 10. Und ja, das war's von mir. Viel mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.